Moin, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Marcel von Ultima Junkie. Ich will heute wieder meinen Trecker beigehen an den IAC C55 und will noch so ein bisschen den Kleinkram jetzt aufarbeiten. Das heißt, ich habe schon einen Lautsprecher eingebaut und das Radio, das funktioniert alles. Ich will mir noch eine zweite Box einbauen, da ist bloß eine drin, damit das ein bisschen lauter ist und ein bisschen mehr hört. Ja, was habe ich noch vor? Ich will jetzt gleich eine 3-Poly-Steckdose montieren, von der Batterie mit fliegende Sicherung nach hinten ziehen und eine Halterung oben noch, falls man ein Anbaugerät hat, was ja, einen Computer hat, ein Display hat, damit man das natürlich auch festmachen kann auf der Halterung. Darüber hinaus war ich auch schon ein bisschen tätig im Vorhinein und habe von oben, also oben waren ja diese Schalter drin, die nachträglich eingebaut worden sind. Die sind auch gar nicht schlecht, das ist zwar nicht original, aber ist mir jetzt auch egal in dem Augenblick. Ja, ich habe deswegen die Lüftung funktioniert ja nicht. Von oben Kabel runtergezogen von der Lüftung, weil die abgeklemmt worden ist. Die nach unten gezogen. Mir von der Sicherung über eine fliegende Sicherung, also von der Sicherungskasten über eine fliegende Sicherung Strom geholt und habe mir das dann hier nach oben gezogen einmal. Und das Weitere ist dann nochmal ein Schalter, wie ich installieren für die Innenraumbeleuchtung. Für die kleine Lampe da. Ja, und da habe ich aber noch keine Schalter da. Die sind bestellt, VIP-Schalter. Und die kommen dann da rein. Ja, was habe ich noch gemacht? Das Radio letztens. Ja, und da soll hier oben noch eine Box rein. Vorne irgendwo. In dem Bereich. Ja, ansonsten war es das auch, glaube ich, schon. Mehr habe ich nicht geschafft. Seit dem letzten Video. So, doch, habe ich doch. So, ich habe hinten hier so ein bisschen Rostbehandlung gemacht an den Reflektoren dahinter, war alles voller Rost, am abgemacht und abgeklopften Rost und ein bisschen Overtrol von hinten drauf geschmiert und wieder festgebaut. Das sollte lang, dass das nicht mehr weiter rostet und versiegelt ist. Ja, dann muss hier vorne noch, weil er hier aufquillt, haben wir eine kleine Rostkur gemacht werden. Und hier unten in diesem Steg, wo die Bleche zusammengeschraubt sind oder zusammengeschweißt sind oder gepunktet sind. Und in den Kotflügeln hinten ist das noch so ein bisschen. Blüht das auf, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür, dass er von 78 ist, hat er sehr wenig Rost, finde ich. Ja, um den 3-Poly-Stecker zu montieren, was mache ich da jetzt? Ich habe irgendwas drauf geschrieben, von 84 bis 97. Da muss ich einmal jetzt an eine Batterie und die ist hier beim 1055 in der Kabine. Jetzt fange ich nämlich den Deckel hier runter. Gut, und dann sehen wir auch die Batterie. Ah, Flüssigkeitsstand der Batterie kann ich nochmal kontrollieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Bin ich noch nicht zugekommen. So, und dann muss ich natürlich jetzt hier auf die Pole rauf. Mit die Pole da. Mit ein Kabel. Kabelöse. Quetschbirneöse. Hinten die. Da rauf. Das Kabel einmal nach hinten ziehen. Wo ich da durchgehe, da hinten im Kasten. Und dann soll es auf jeden Fall nach hier hinten hingelegt werden. Mit einer Halterung dementsprechend. Ja, das werde ich jetzt einmal tun und werde dann gleich berichten, wie das gelaufen ist. Ich habe jetzt hier die Batterie eben einmal rausgenommen. Sauerstand geprüft, alles in Ordnung. Und unten im Kasten war ein kleines bisschen rostig durch die Säure gereinigt und mit Overtrol eingeschmiert. Hier eine fliegende Sicherung zwischengebaut und die Kabel laufen jetzt nach hinten zur 3-Poly-Steckdose. Ja, und dann bin ich hinten raus, nehme den Öltank hoch, kommt noch ein paar Kabelbinder rum und habe dann da hinten noch so eine Halterung eben gebaut, Steckdose da festgemacht und hier kommt noch einmal ein drucklöser Rücklauf rein, eine Schnellkupplung. So, wir sind in der Zwischenzeit hier immer an der Presse bei, die macht sehr laute Geräusche, Quietschgeräusche. Er ist schon leiser geworden, komischerweise.
das ist eine Vicon RV 1901 Presse. Presswickelkombination. Ja, und mal gucken, was Geräusche noch finden. Also, wo das herkommt. Es hört sich an, als würde Stahl an Stahl irgendwie schleifen. Also, ich habe mir jetzt mal hier aus Resten so einen Halter gebaut. Ja, und den werde ich jetzt da oben am Rahmen an dieser Schraube hier festmachen. So, dass er dann da so steht. Und dann kann man schön ein paar Sachen einklemmen. Festklemmen, anbauen. Oben ist noch ein Zigarettenanzünder, habe ich da noch hingebaut. Handy laden und so weiter. So, ich habe jetzt die Box fertig eingebaut. Das ist die zweite. Immer ausgepustet hier. Da ist die Halterung. Ja. Jetzt den Mulch angebaut, wie ihr eben gesehen habt, das ist der erste Testlauf. So sieht das gespannt dann aus. Und jetzt wollen wir einmal in der Nähe so ein kleines Grasstück mulchen an einem Teich. Und hoffen, dass es alles klappt. Und einmal eine Runde düsen damit.
Murchen, ist durch, ist fertig. Hier nochmal der Schlepper. Hat super funktioniert. Ich habe hier noch zwei Undichtigkeiten entdeckt, genau. Einmal diese Hohlschraube da hinten vom Hydrauliköltank. Da ist das noch ein bisschen undicht. Dann kommt das raus. Ich habe die schon angezogen, aber die Kupferringe sind wohl nicht mehr die besten. Und einmal an der Hubwelle hier von den Unterlenker. Da läuft es unten runter. Mal eine Ersatzteilliste nachgucken, was da drin ist als Dichtung. Ich glaube ein O-Ring oder so. Irgendwie sowas. Ja, ich werde den Schlepper jetzt reinfahren. Erstmal Feierabend machen. Das Wetter ist gut. Und das andere Objekt hier, die Presse. Ja, das Geräusch war dann irgendwann weg. Wir haben mal nochmal alles abgeschmiert, die Ketten geschmiert, Lager nochmal ordentlich abgeschmiert. Und ja, dann wurde das irgendwie leiser. Die Riemen haben wir wieder auf Spannung gebracht und dann war es komplett weg. Also sie denken mal, dass es bloß ein Riemen war, weil die entspannt waren, dass er ja gequietscht hat. Jo, also die kann auch wieder in Einsatz. Mal gucken, was der nächste Step ist. Ah ja, hinten abdichten erstmal, klar. Und noch ein bisschen Rostbehandlung. Und dann natürlich noch die Reifen, aber die sind immer noch nicht gekommen. Die sind schon im Lieferverzug. Ja, ich werde berichten. Nächster Tag. Ich bin jetzt gerade bei hier. Wir sind wieder zu Hause. Und ja, mein Vater hat so ein bisschen Schrott noch mitgenommen. Das war bei einer Firma, die wir betreuen. Eine Schrottmulde, Schrottcontainer. Das konnten wir kostenfrei mitnehmen. Gutes Material hier, U-Profile. Auch 2,5 Meter Länge, 2,5 bis 3 Meter Länge. Also sehr gut zum Verarbeiten, zum Bauen von neuen Sachen. Das habe ich jetzt hier einmal mit meiner Freundin abgeladen vom Anhänger. Und das soll der Holer jetzt einmal kurz reinfahren. Gucken, wo ich das hinlege, hinschmeiße, ablade. Weil da nicht ganz so viel Platz ist in der Halle. Das soll dann ins Stahlregal einsortiert werden. Ich kann das mal kurz zeigen. Ja, ich habe mir da so ein selbstgebautes Krack am Regal zusammengeschweißt. Auch aus Schrott. Also hier ist sehr wenig Platz. Hier habe ich schön aufgeräumt. Die Ecke da. Und hier. Ja, werde ich das erstmal abschmeißen gleich. Und dann habe ich hier so eine Sammelsurium-Ecke, sag ich mal, wo ganz viel Müll liegt. Das heißt, Müll alles Gold wert, Stahl. Und hier soll das dann ins Krag am Regal erstmal rein. Und dass es da verweilen kann. So ist zumindest der Plan. Film macht mal kurz, wie ich da hochfahre. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Blog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Schlepper hat gut gelaufen, habt ihr selbst gesehen. Außer die zwei Unterschiedlichkeiten hinten an der Hubwelle und am Hydrauliköltank ist mir nichts weiter aufgefallen. Die Hubwelle kriegt zwei neue Ohrringe. Die sind schon bestellt für 6 Euro, glaube ich, beide haben die gekostet. Und ja, der Hydrauliköltank, da kommt zwar keine neue Kupferringe unter die Hohlschraube unter. Und dann ist das auch wieder abgedichtet. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für die 100 Abonnenten-Marke. Die habe ich diese Woche geknackt. Heftig, wie schnell das geht. Dass man so viele Abonnenten dazu bekommt, das ist cool. Ja,
Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und in dem Sinne, dann bis zum nächsten Mal.